An diesem 34. Spieltag kommt zur 130. Auflage des Traditionsduells zwischen Berlin und Düsseldorf. 65 Siege Berlin, 64 Siege Düsseldorf. Also recht ausgeglichen. Und Thomas Dohler kommt mit einem Sieg zu Hause gegen München im Gepäck daher in die Hauptstadt. Aber Berlin legt gleich los. Marcel Nöbels mit einer dicken Möglichkeit. 5. Minute an den Pfosten. Da wäre Hendrik Haukeland schon geschlagen gewesen. Ja, ja, auch Berlin mit einem starken Auswärtssieg in Ingolstadt. Sie wollen weiter Tabellenführer bleiben und sie drücken die Scheibe über die Linie. Erik Mick, 5. Saisontor für den Berliner. Keine Chance hier für Haukeland. Aber das Spiel war ausgeglichen. Das Spiel ging hin und her. Immer wieder Chancen auch für die DEG. Und der war drin. Alex Ehl mit dem Ausgleich. Nur 2 Minuten nach der Berliner Führung sagt die DEG: Moment, wir haben ja auch ein Wörtchen mitzureden. Hildebrand, der die Scheibe hier nicht festhalten kann, ist am Ende dann der Verlierer. Aber immer wieder die Eisbären mit gefährlichen Angriffen. Und das gut strukturiert. Und dann auch noch im Powerplay. Föderl, Haukeland und dann Cormier. Das 2:1 für die Eisbären. 15. Minute. Cormier nimmt den Rebound von Hendrik Haukeland und drückt ihn über die Linie. Das war lehrbuchmäßig. Also Serge Aubin, es läuft nach Plan an diesem ersten Spieltag im Jahr 2024. Rein ins zweite Drittel und wieder Berlin, wieder Nöbels, aber Haukeland. Dicke Chance für Marcel Nöbels, aber Hendrik Haukeland. Dann wieder die DEG, das ist O'Donnell. Dann ist ein bisschen Kuddelmuddel im Torraum. Scheibe ist frei, aber eben auch nicht im Tor. Zu wenig zwingende Chancen, die die Düsseldorfer hier auf das Eis brachten. Thomas Dohler, es steht aber auch nur 2:1 für Berlin. Alles ist noch möglich. Rein ins letzte Drittel und Vorhang auf für Ty Ronning. Einmal durch die Beine, immer noch Ronning und rein damit. 3:1. 43. Minute, Ty Ronning. Und hier sehen wir es, er holt sich die Scheibe selbst. Und was er dann macht, ist große Eishockey-Kunst. Und dann lässt er am Ende auch Haukeland keine Chance im Düsseldorfer Gehäuse. Also das 3:1, es ist eine Ansage. Dann allerdings Powerplay für die TEG. Und Berlin hat einen Jake Hildebrand am Feiertag, wo Rob Sepp gewürdigt wurde, zeigt auch ein anderer Berliner Goalie, dass er ein großer in der Hauptstadt werden kann. Klasse Save von Jake Hildebrand. Der andere gegenüber, Hendrik Haukeland, ging dann vom Eis. Empty Netz. 2,5 Minuten waren noch zu spielen und Düsseldorf macht's. Brendan O'Donnell mit dem Anschlusstreffer 3:2. Ja, geht denn da noch was? Ist da noch irgendwas möglich? Hier war zumindest Jack Hildebrand chancenlos. Also schauen wir. Natürlich, Empty Net. Was will man sonst auch machen? Aber Berlin hat die Scheibe. Und Berlin versucht über die Bande. Und das Cormier mit dem Doppelpack. Und er macht den Deckel drauf. Die Eisbären feiern ins neue Jahr hinein, denn sie gewinnen am Ende mit 4:2 gegen die Düsseldorfer EG und bleiben Tabellenführer. 2024 is going to be a good one, right? Honestly, I just just trying to do whatever I can to help the team win, and if I can score a few goals, if that's what it takes, then I'll take it and I'll take it and move on. Aber wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Am Ende des Tages haben wir keine Punkte. Das ist wichtig für uns in der momentanen Situation. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wie du richtig sagtest, ist es ein ordentliches Auswärtsspiel gewesen. Aber am Ende des Tages kann man sich ja leider nichts von kaufen. Düsseldorf hat 0 Punkte auf dem Konto. Berlin mit einem Sieg und nach der Niederlage von Bremerhaven sind sie jetzt auch 3 Punkte vorne auf Platz 1. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.